Tag Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Sleeping Dogs. Diesmal erledigen wir hier einen neuen Hinweis. Und ich will mich eigentlich umziehen, aber hier ist nichts zum Umziehen. Ja, ich weiß, dass ich Dinge anders rufen soll. Ja, komm, ruf ihn an. Roland. Roland, got any work for me? Yeah, sure. Samson Gao, your typical deadbeat. Moron is hiding out on an overpass in North Point. Thinks nobody knows he's there. He's wrong. Jo, halt mal. Wir haben hier echt einige Missionen. Amanda auch. Also die Amy. Ja, toll. Das ist jetzt... Ja, Auto. Pro Auto. So, gib mir mal hier meinen aufgemotzten Streifenwagen. Komm, machen wir mal wieder was mit Amanda. Das ist doch schön. Tiffany, it's Way. Oh, hi. How are you? I'm good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You wanna sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but, maybe. Nein. See you in a bit. You got it. Bye-bye. Ah. So sieht's aus, hä? Jetzt kann man sich hier... Ah, shit. Egal, nee, wir machen erstmal Hauptmission. Jackie sollen wir anders suchen. So. Jackie, how's it going? Way, man, good thing you called, man. I got something, man, this could be big for us. You still got that plan you were talking about? Yeah. You in? We can go tonight. Drop on my place and I'll tell you all about it. Oh, bring a car, okay? Mine's in the shop. Jackie mit einem Auto abholen. Komm, dann nehmen wir natürlich das Polizeiauto. Bin mal gespannt, ob das gehen wird. Ja. Hey Jackie, let's head to Kennedy Town. I'll explain on the way. Halt mal, ich muss wichtige Sachen erledigen. We're going down to the shipyard. 18K are bringing in a big shipment of jewelry. Goods from a big heist they pulled in the States. I guess they'll figure it'll be easier to sell here. I hear it's good stuff. Diamonds, rubies. Yeah, could be. Could be a good payday. Yeah. You sure you want to do this? Maybe you should take a few days off. You don't look so good. I haven't been sleeping too well. Not since that thing. Yeah? Every time I close my eyes, I see that guy. Yeah. Not... that he didn't deserve it, I guess. It's just... man, I don't know. Sometimes I wake up and I have this bad feeling. I've never had that before. That's why I want this job. Low key, good payday. And I'm starting to think that... nothing. Das kann mir auch gut. She's good. She's good. I haven't talked to her in a while. Come on, Jackie. She was your dream girl. Yeah, I know. But maybe when we're done this job, I'll give her one of the pieces. That's great, Jackie. You know, she'll love it. Ja, das war, was ich sagen wollte. Oh, komm schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass einen Menschen umzubringen, das ist natürlich, also nicht gut vorstellen, das ist bestimmt so. Das ist einfach verdammt schwierig ist. Here, put this on. Yeah. Hey, wait, you ever think about what you're going to do after this? After what? All this, I mean, not exactly that. Guess not. You always have options, Jack. You think so? I don't know, Way. I don't know if that's true. Okay. The jewels are in the van over there by the container. What if it's locked? No problem. There are heavy-duty tools in the shed just over there. You get the tools, I'll scout the containers. Meet me there when you have something to cut the lock, okay? Okay. Also beschützen Sie misstrauliche Wachen und Hafenarbeiter, um an ihnen vorbeizukommen. Also einfach mal ein bisschen beschwätzen, das ist gut. So then, she says to me, I don't do that on the first date. What did you say? I said, hey, what are you doing here? Garbage collection. Oh, sorry, brother. Didn't recognize you. Ja.
Am besten gar nicht mit denen in Kontakt geraten. Vermeiden wir bestimmt auch irgendwie Ärger. Na gut. Okay. Ist es hier unter, oder wie? Ja, tatsächlich. Hey, who are you? Hey, keep your voice down. I'm sneaking into that warehouse up there and you're making way too much noise. If you don't shut the hell up, I'll have to slit your fucking throat. Oh, sorry. You won't hear me again. Okay, so geht's natürlich auch. So, knacken ohne Zeitdruck, das ist auch mal gut. Ah, shit. Na, komm schon. So. Komm schon. Ja, so. Und noch einer. Zack. Tür auf. Ach komm. Ernsthaft? Wegen so einem... so. Ist das Ding... mit Akku oder was? Ja, geil. Können wir das Ding damit auch gleich kämpfen? Wäre auch interessant, bestimmt, also. Ja, oh. Shit. Hätte ich fast übersehen. So. Also jetzt erstmal die ein Container aufflexen oder was? Das ist Jackie, oder? Ja, das ist Jackie. So. 18K Schläger besiegen. Oh shit, Alter. Okay. Oh, das zwiebelt bestimmt ordentlich. Shit, Jack, you sure they're here? Yes, trust me, okay? What the? Hey! Die Blutbang. Okay, der will nicht. Ja. Und du auch. Ups, sorry. Ja, du überlebst es, ne? So. Mal den nächsten LKW öffnen. Ah. Na komm schon, ernsthaft? Ernsthaft? Wir haben die Flex verloren? Das gibt's doch nicht. Ja, toll, wir haben auch noch das langsamste Motorrad, ne, was es gibt. Oh, shit, ich hab da gerade voll hier auf den Weg geguckt. Kacke. So, aber wir schaffen das noch. Oh, komm schon. Oh, hier geht's doch durch und hier irgendwie und da. Und so, jetzt holen wir die gleich ein. Einen Moment. So. Komm schon. So. Zack, Jackpot. Einmal ganz nach rechts. Ja, einmal auch nicht schlecht. Und, come on. Yes. Was
ist Asphalt auch nicht geil. Ah, nicht schlecht. Jackie! Jackie! This poor guy! How you like that, huh? Cocksucker! Vergiss die Tasche nicht, Mann. Let's go fence this stuff. It's the usual place. Fat Wallet Lamb Shop. Let's go. Ja. What Wallets Lamb. Was? Lambs? Also. I wouldn't leave you, Jackie. I know. Just. Damn way. No matter what happens, Jackie, I will. Hey. Thanks. Ach, warte mal. I wouldn't be here without you, man. I know it. I'll always appreciate it. I should be doing a better job getting you back. I'm with her, your fault, way. You know, thinking about a lot of things. Ah, kacke. Rethinking them, maybe. Not our friendship. Bad things that have happened. Komm schon. They're my responsibility. I know that. Shit. It's okay, way. We don't gotta say anything. Ja, wir haben eh schon Sachschaden verursacht. So. Ja, mein Motorrad, da müssen wir noch ein Stück nach hinten laufen und das ist. Das will ich nicht. Hätte ich jetzt keine Lust zu. Boah, komm schon. Ja, so wie jetzt hier, das sieht doch geil aus, oder? Also ich finde, das sieht geil aus. Let's do it. Follow me. Yeah. Oh, komm schon. Wir müssen doch mal wieder ein Level aufsteigen. Don't move. You're under arrest. Where are the others? It's just me, boys. Just me. Andrew, you piece of shit. Was ist das? Oh, geil. Ein schwerer Fassad. Wir müssen reden. Komm in die K-Bar in Soho. Ja, komm schon, Alter, musste das sein? Intensivpflege. Serienmörderhinweis 2. Oh Mann. Wie weit ist das entfernt? 800, ja, dann machen wir das. Ja. Komm, für dich habe ich doch Zeit. Hallo, du bist einer von uns. Wie habe ich das gemacht? Hey, Conroy. How are you? I'm good, I'm good. We gotta do this. Alright, what is it we gotta do? Get a load of this. One of Dog Ice's crew is trying to sell fucking ketamine. On our turf. I figured it'll be perfect if the cops showed up. Save us the trouble of killing him, you know what I mean. Einige Cops in Schlepptau nehmen. So, Cops zu den Schlägern führen. Das ist eine geile Mission. So. Ja, also schau mal, das sieht doch geil aus. Hier jetzt, wo es so nass ist. Nein! Die Cops abhängen. Komm, dann nehme ich mal gleich mal eure Kasse. Oh fuck! Ja, da kommen wir doch easy bei weg, oder? Ja. So, jetzt machen wir die Mission Intensivpflege. Ups. Auf die Karte geachtet. So. Also, ich finde das echt, den Boden, den ersten Asphalt finde ich echt beeindruckend. Ich weiß, ich spreche das oft an, aber also ich finde das echt, das sieht echt gut aus. Ja. Also Intensivpflege. Intensivpflege, in welchem Sinne jetzt? Wegen Onkel Po oder
Na gut, ich denke mal, das werden wir noch früh genug herausfinden. Weil, ich meine, wenn man das Spiel ja noch nicht kennt, dann das kommt dann ja noch alles insgesamt so. Mensch, ich bin voll oft am Gehen heute irgendwie. Ich bin ein müder Mensch. Aua, so, nee, ich muss mal eben meinen Koffer so locker machen. Ach Gott, meine Ohren. So. Ja. Wow. Ich frag mich, wieso jetzt eigentlich dieser Neffe, das war doch der Neffe, oder? Auf jeden Fall, wieso der jetzt diesen Onkel Poes Platz eingenommen hat. Weil der sah ja nicht wirklich geschäftsfähig aus mit seinem Hawaii-Hemd da. In schwarz-pink. Aber naja, wir sind ja auch noch nicht lang genug dabei, dass wir das übernehmen können oder dass er uns genug vertraut. Wobei wir haben uns ja schon bewiesen, aber Vertrauen ist ja dann noch eine andere Sache. Vielleicht können wir uns ja noch höher arbeiten. Komm, geht doch mal alle weg. Aua. Oh, kommt schon, ey. Nee, die Dinger mache ich aber ganz gerne kaputt, dann bekommt man Geld. Das ist richtig nett, geil. Das ist wirklich so eine Aufgabe, oder was? Also so ein Rang, so ein Freundesrang. So wie jetzt hier und freie Fahrt und so. Und dasselbe mit den Parkouren. Scheiße, die Kasse geht uns gleich in die Luft. So, Intensivpflege. Mal schauen. Are you serious? Ja. Wait, get down here. Jesus, Ricky, what's happening? It's the 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Poe. Shit. Alles klar, also doch nochmal irgendwas. Zum Krankenhaus. Fahren. Mann, wir fahren. Wir gehen nicht hin. Vielleicht, wir können auch zum Krankenhaus schwimmen. Ich meine, es regnet ja, also bestimmt genug Pfützen. Können wir da auch schön hinschwimmen. Aber ich bezweifle, dass das geht, aber, ne, das ist... Das lassen wir mal außen vor. Ich kann gern jemanden überzeugen. Das Auto würde ich jetzt gern haben. Fahren. Mann, ich guck nie auf den Gegenverkehr an. Onkel Po, wir sind gleich da. Auch übelste Assis, ne? Oh fuck. Das ist eine Statue. Fuck ja, ich bin tot. Ja, weiß nicht, wie man ihn besser entwaffnen kann. Ah. So einfach tatsächlich. Also. So und. Ah, fuck. Komm mal, Dude. Ja. Scheiße! Mann, wird nur noch ein Schuss. So.
Erstmal die Statuen schnappen. Und wir sammeln noch mal eben hier ein bisschen Munition ein. Komm, die Munition verschwindet ernsthaft. Ja, komm, hast du überlebt. Hast du verdient, Krankenschwester. Ja, der Stuhl eben. Oder nee, das war eine Lampe. So, schön Leben bekommen. Leben, 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 Leben. Ah, lecker Leben. Oh, hier noch eine Pistole. Dann nehmen wir mal die. Am liebsten würde ich ja wieder die Magnum nehmen, die wir mal hatten. Die war richtig nice. So. Geht es da in die Luft? Tatsächlich. Ah ne, die sehen nur nichts. Hallo? So? Alles klar. So, da sind... Du auch noch. Zum Aufzug gehen. Zum Glück brennt's ja nicht. Müssen wir treppen auf... Oh shit. Bin mal gespannt. Okay, das ist kein echtes Hochfahren, weil sonst würde er Aufzug verlassen. Geil. Ah ne, dann nehme ich lieber das taktische Licht. Komm schon. Einmal getroffen, ey, nee. Das Schießen ist echt nicht so geil. Also, weit auf die Ferne, meine ich. In die Ferne. Ja, aber das ist auch wieder so ein Level, das gefällt mir. Oh, fuck, Blut. Whoa, whoa, whoa. Easy, easy. 18K shut off the power. Uncle Poe is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. These guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. So. Aber alles voll wegnatzen, ey. Ja, Onkel Poe kann also hier sterben. Wäre aber natürlich nicht passieren. Sicherheitskonsole hacken. Das wird bestimmt nicht easy, weil Sicherheitskonsole in einem Krankenhaus, das ist bestimmt... Ah, sowas. Komm, dann nehmen wir mal unterschiedliche Zahlen. Nehmen wir mal so. Dann mache ich mal 1 und 8 gibt es schon mal nicht. Dann nehmen wir mal hier die 7. Nee, gar nicht. Nehmen wir mal hier die 2 und hier die 5. Was haben wir schon alles? Die 4 hatten wir noch nicht. Die 6 hatten wir noch nicht. Die 8 hatten wir noch nicht. Die 9 hatten wir noch nicht. 9, 3, 5, 7. So. Alright, alright. I'm coming back. Und zack. Boom. Den Move finde ich auch richtig cool. Oh, die Schatten. Und wo cool gegen die Gangster. Ja, immer Gangster. Verdammt nochmal. So, ich spiele ja mit dem Controller. Habe ich das überhaupt erwähnt? Ich spiele ja meistens meine Spiele, also solche Spiele zumindest. Ego-Shooter jetzt nicht. Oder Rollenspiele. Oder. Aber sonst. Also zumindest Spiel aus der Ego-Perspektive spiele ich halt nicht mit dem Controller. Ähm,
Und also mit dem PS4-Controller und... Aber mit dem Controller ist halt das Zielen, ne? Meistens unpräziser, aber sowas wie jetzt... Also muss jetzt auch nicht sein, sowas wie Splinter Cell habe ich auch oft mit dem... ganz normal mit der Tastatur gespielt, das macht mir jetzt auch nichts aus, nur... Ich finde das mit dem Controller chilliger, kann ich mich schön mein Sessel nach hinten lehnen, also Sessel like schon in meinem Stuhl. Und dann... also Mikrofon weiter nach vorne ziehen und aufnehmen. Das ist natürlich vom Komfort her höher, ne? I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? I mean, who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code, even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings, even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. More cops. Kiddo, kiddo! Muyo! Mensch, dass sie nicht. Dass die Cops manchmal nicht denken, dass wir für dich Überlebende sind oder so. There's a lot of them. I'm beginning to dislike. Kann auch mal. Oh! God damn it! Kann auch mal der Fall sein, ne? Dass wir Überlebende sind und deshalb sind wir aus dem Krankenhaus gekommen. Aber wenn er jetzt natürlich so rumschießt, dann ist ja klar, dass die schlecht von uns denken. Gut, ich meine, wir haben ja auch schon geschossen. So ist es ja nicht. Die haben da schon ein Gespür für, denke ich. Wobei, wenn wir uns so offensichtlich verhalten, dann ist das, denke ich, normal. Komm schon, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt bin ich auf der Range. I think we're clear now. I'm glad you showed up, Wei. I appreciate you calling. So what's next? It's up to Uncle Poe. But I'm guessing war. Yeah, but against who? Those guys were 18K. I'm starting to wonder. A lot of people stand to benefit if Uncle Poe never leaves the hospital. He might walk out of there alive. I hope so. No, but Dog Eyes is gone. This shit keeps happening. Look, I'll drop you here. Cops might be watching the place. Hey, Ricky. Keep it tight. There aren't that many decent guys left in this gang. All right. All right, see you. Bye. Jetzt bitte Level up. Oh, come on. So, machen wir erstmal hier Level up. Geil, Nahkampfwaffenboost. Das wollte ich ja eigentlich auch erreichen, dass wir halt mehr Schaden und dass die Nahkampfwaffen mal nicht so etwas stabiler sind. Und ansonsten will ich noch den Ellbogenschlag. Ja, das ist ja klar. Ist auch ganz cool irgendwie. Gut, aber ich würde mal sagen, dass ich nach so einer fetten Mission, ja, das war ja echt nicht schlecht, die hat mir echt gut gefallen, dass wir erstmal die Statue abgeben, nee, das ist jetzt kacke, dann müssen wir 1700, also 1000 Meter fahren, also ein Kilometer, und das Meter, ja, das Meter, Kilometer fahren, ist auch uncool. Gut, dann würde ich erstmal sagen, dass ich hier den Part beende und ja, bis dahin, ciao.